Alle von dir gedachten Gedanken bringen mit Hilfe von Energie etwas hervor. In deinem Inneren verfügst du über den erstaunlichsten Mechanismus, die Gesamtheit des Bewusstseins. Du besitzt die Macht, Leben zu erzeugen. Wird diese Macht bewusst in Anspruch genommen, erschafft sie Wirklichkeit. Es ist deine Aufgabe, ihr die von dir gewünschte Form zu übermitteln. Ramta. Viele Menschen erlangen auf ihrem Weg der Entwicklung in diesem Moment einen Punkt, an dem sie das Potenzial erkennen, welches in ihnen ruht. Sie erkennen, dass sie Schöpfergötter sind. Das Lebensschicksal unterjocht den Einzelnen nicht, vielmehr haben wir die Möglichkeit, unser Schicksal bewusst zu leben. Hast du dir schon einmal darüber Gedanken gemacht, weshalb wir die höchste Stufe der menschlichen Entwicklung, Erleuchtung, nennen? Was ist der Unterschied zwischen, Leben im Licht, und der, dunklen Nacht der Seele, Apostroph? Ist tatsächlich, wie der Physiker David Bohm behauptet, alle Materie, gefrorenes Licht? Ist womöglich unsere Evolution auf tiefgreifende Weise mit unserer Fähigkeit verkettet, Licht aufzunehmen und zu nutzen sowohl auf spiritueller wie auch auf körperlicher Ebene? Vom biblischen, es werde Licht, bis zu der Idee der, Erleuchtung, hat Licht in der Entwicklung allen Lebens immer eine wesentliche Rolle gespielt. Einige von euch haben bereits die bewusste Bekanntschaft mit dem ältesten Freund der Menschheit, dem Licht, gemacht, andere wiederum haben sich dafür entschieden, dieses in der allernächsten Zukunft zu tun. So vereint uns Panisten die Suche und das Eintauchen in das Licht zu einer immer größer werdenden Bewegung. Der Lichtprozess ist eine Möglichkeit des Aufstiegs. Während des Prozesses machst du die Erfahrung der Loslösung alter Gewohnheiten, Muster und Werte. Du erkennst, welchen Einfluss die Prägung durch die Gesellschaft und Familie auf dich hatte und kannst dich bewusst daraus befreien. Durch das Lichtfasten machst du die tiefgreifende Erfahrung, allein durch den Willen und die göttliche Liebe zu leben. Du überwindest das Glaubensparadigma, dass der Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit unweigerlich zu Erkrankungen oder sogar dem Tod führen muss. Durch diese Erkenntnis machst du dich frei und erfährst die Verschmelzung mit all deinen Bewusstseinsaspekten. Dies kann so gewaltig sein, dass sich dein äußeres Leben, deine Wahrnehmung, deine Wertigkeiten grundlegend und dauerhaft ändern. Deshalb ist für viele Neueinsteiger und Wiederholungstäter der Lichtprozess eine Zeit der Selbstfindung, Neuorientierung und Ausheilung. Durch die stattfindende Reinigung und Potenzierung deiner Energien, erhältst du das Potenzial, wahrhaft Meister deines Seins zu sein. Der Lichtprozess ist eine gute Vorbereitung und Einstieg für die Anbindung an die Ma-Atmenergie und die Neukodierung der 12-Strang-DNS. Ich, Silke Ilding, selbst bin mehrmals diesen Prozess durchlaufen und stimme mit allen anderen Panisten überein, dass die Erfahrung der Möglichkeit aus dem Licht zu leben, das Leben tiefgreifend verändern kann und ein ganz neues Potenzial der eigenen Selbstermächtigung hier zum Ausdruck gebracht wird. Die Lebensqualität und Lebensfreude erhöht sich maßgeblich und der Mensch findet in die Mitte seines Seins zurück. Somit ist die Lichtnahrung als ein Weg des spirituellen Aufstiegs auch für Menschen geeignet, die nicht vorhaben, ständig aus dem Licht zu leben, sondern einfach sich und ihre Grenzen besser kennenlernen und überwinden wollen. Als Quintessenz der ganzen Jahre, in denen ich mich mit dem Licht beschäftige und der Zeit, als ich für 6 Monate selbst ganz aus dem Licht gelebt habe, bleibt meine persönliche Erkenntnis, dass der vollständige Erhalt der physischen Gesundheit, die physische Unsterblichkeit wie die ständige Verjüngung dann realisierbar sind, wenn der Schwerpunkt der Selbstwahrnehmung verschoben wird, weg von der zeitlich begrenzten Person, die wir durch diese Inkarnation sind, hin zum zeitlich unbegrenzten Wesen, das wir sind. Wenn wir ein Verständnis und Gefühl für unsere Verbundenheit mit unserer Seele und der Quelle erfahren können und den daraus resultierenden Zustand in jede Zelle unseres physischen Körpers transportieren können, ist diese Schwingung so hoch, dass sie höher schwingend ist als die qualitativ beste physische Nahrung. Was auch noch den Vorteil hat, dass diese sehr hohe Schwingung sofort in den Biophotonen der Zellen, der Lichtkern der Zelle, verstoffwechselt wird. Das Ziel des Lichtnahrungsprozesses sind die Überwindung von Glaubensparadigmen, die Erlösung von Ängsten, Erweiterung des persönlichen Fokus und Freiheit. Diese Seminarwoche gibt den Teilnehmern /innen das Rüstzeug in die Hand, um zum Erbauer und Schöpfer der eigenen Wirklichkeit zu werden. Folgende Inhalte werden in dieser Woche halbtäglich vermittelt: Aufbau und Mechanismus unseres 12-Körpersystems, Auswirkungen des Lichtaufstiegs auf die 12 Energiekörper. Die 12 Chakren und 12 Dimensionen des Aufstiegs.
Clearings, Reinigung und Entblockierung des energetischen Systems. Die MERKABA und ihre Aktivierung. Die Antakarana, der persönliche Prana-Kanal. Rückbindung an das hohe Selbst, die Monadengegenwart, die Gruppenseele, die Erzengelgegenwart, das Quellenselbst. Verschmelzung mit dem Christusbewusstsein, der Ich-Bin-Gegenwart und der Quelle. Ma-Atmenergie. Die Aktivierung der 12-Strang-DNS. Unterstützt wird der Gruppenprozess durch die aufgestiegenen Meister und Meisterinnen sowie die Hierarchien der Engel. Ich, Vivamus, glaube, dass dies, Mahatma, das Wichtigste ist, was je auf der Erde und für die Menschheit geschehen ist. Erwacht und realisiert, dass die ganze Menschheit ihren Aufstiegskörper erschaffen wird, ob sie dies nun jetzt tut oder erst später, und dass dies nicht die ausschließliche Domäne Christi oder Buddhas ist oder der vielen anderen, die aufgestiegen sind, es ist euer Geburtsrecht. Begrenzt euch nicht durch die Anbetung derer, die diese primäre Einweihung, die man den Aufstieg nennt, schon vollbracht haben. Christus und Buddha wären die Ersten, die euch bestätigen würden, dass sie nur Anfänger auf ihrer ewigen Reise sind. Wenn die Menschen ihre Glaubensmuster des Unwertseins aufheben und erkennen, dass sie die Kinder Gottes und Gott ebenbürtig sind und keiner über dem anderen steht, dann werden sie ihre Reise antreten, wie es vorgesehen ist. In naher Zukunft wird die planetarische Hierarchie die Welt von der Theologie des zornigen, strafenden Gottes erlösen, um die Menschheit auf rechtmäßigen Weg zu führen, wo die Materie vergeistigt und nicht angebetet wird. Brian Grattan, Ma-Atma-Kanal. Innerhalb einer Lichtprozesserfahrung war der Gruppenfokus der Teilnehmer so hoch und klar, dass Mahatma das erste Mal 1999 durch Silke Illing diese Energie kanalisieren konnte. Gemeinsam erarbeiten wir mit Vivamus, Mahatma und vielen spirituellen Helfern Methoden zur Erhöhung unseres persönlichen Potenzials, der Aktivierung unserer Merkaba, klären unsere 12-Körper-Ebene und verankern das Ich-Bin-Bewusstsein im Alltag. Neugierig geworden? Du bist herzlich eingeladen, Mahatma mit uns zu erleben, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Da während des Prana-Prozesses der Fokus auf das höchste Potenzial ausgerichtet ist und die Durchlässigkeit der Energiekörper das Kanalisieren der Ma-Atma-Energie bei jedem Teilnehmer gewährleistet, arbeiten wir täglich mit dieser Energie, um die Intensität des Prana-Prozesses und dieser Einweihung in die Meisterschaft intensiv zu erleben.